Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Duke Nukem Forever, die Duke-Hole. Ja, so. Mal sehen, ob wir diese Aliens nicht in den Hintern treten können. Das wäre ja nett, wenn du mal ein bisschen schneller laden könntest. Komm endlich. So, die Duke-Hole. Willkommen, Duke. Du hast einen Konferenz-Call. General Graves und der Präsident werden zugeschaltet. Der Duke ist hier. Hallo, Duke. Du weißt, ich hasse lange Reden, also werde ich mich kurz fassen. Ich erteile dir den ausdrücklichen Befehl, keine Feindseligkeiten gegen unsere Alien-Gäste zu eröffnen. Das geht ab sofort. Ich lasse nicht zu, dass unsere intergalaktischen Beziehungen durch sinnlose Gewalt aufs Spiel gesetzt wird. Unser Staatshaushalt leidet immer noch an den Nachwirkungen der Geschehnisse von vor 12 Jahren, als du bei deinem Amoklauf Los Angeles verwüstet hast. Diese historische Chance auf Frieden muss genutzt werden. Ich verstehe, dass dir das nicht passt, Duke, aber noch ist die Zeit nicht gekommen für rauchende Colts. Der Präsident glaubt, diesmal sei die Lage anders und er könnte recht haben. Du hast ihn das letzte Mal ganz schön in den Arsch getreten. Vielleicht wäre es falsch, einfach davon auszugehen, dass sie wieder Ärger machen wollen. Vielleicht haben sie endlich begriffen, dass sie Amerika nicht besiegen können, solange du da bist. Duke, du bist ein Relikt aus einer anderen Zeit. Für die Menschheit beginnt jetzt eine neue Ära. Wir dürfen nicht erst schießen und dann Fragen stellen, nur weil wir vermuten, dass sie noch immer über Massenvernichtungswaffen verfügen. Ich bin in Verhandlungen mit dem Zykloid-Imperator, um die friedliche Koexistenz unserer Spezies zu sichern. Mit ihrem Imperator persönlich. Dein Typ ist nicht gefragt. Misch dich nicht ein. Das ist ein Befehl. Die haben doch schon angegriffen. Junge, ich weiß, dass dir das schwerfällt, aber tu mir den Gefallen und halt still. Als dein General und Freund weiß ich kann mich darauf verlassen, dass du die Order des Präsidenten befolgst. Die haben angegriffen. Die Hallo? Sache schmeckt mir überhaupt nicht. Ja, auch nicht. Die haben schon angegriffen. Außerirdische Lebensform geortet. Was soll denn? Die haben sich ja schon am beiden System zu schaffen gemacht. Also gut, das werdet ihr bezahlen. Jetzt schmeckt mir die Sache noch viel weniger. Mir auch nicht. Was zur Hölle? Verweigert. Rote Codekarte erforderlich. Codekarte? Ich brauche keine scheiß Codekarte. Eine Waffe hat er mir gegeben. Klasse. Und dann nehmen wir noch so eine Statue mit, wer weiß. Vielleicht kann man die Dinger gebrauchen. Denn selbst Duke-Statuen sind tödlich. Bis im nächsten Leben. Und meine Faust. Jetzt können wir Ego machen. Maximal Bang. Peng. Und noch einmal. Und jetzt hier. Das war zu niedrig. Das war immer noch zu niedrig. Nein, fast. Ja. Das hier. Und benutzen. Los, schneller. 1, 2, 3,
So, was? So, ich hab mein Ego gekriegt dadurch. So, dann kann man hier noch Flipper spielen. Ich versuch's mal. Los, komm schon. Ja. Ich hab Eier, Scheiße. Ich hab Eier, oh Scheiße, klasse. Ich noch nie gut gemacht. Scheiß Ding. Verdammt, 6000 Punkte, das ist echt mies. Combo. Verdammt. Und jetzt weiß man, warum ich keinen Flipper spiele. Aber so kriegt man auch Ego. Also Billard, Air Hockey ist auch ziemlich beschissen schwer. Was zur Hölle? Und jetzt rein. Ich seh nichts. Dann auf keinen Fall. Gut, hier dann. Oh, wir kommen irgendwo raus. Ein Bier trinken, aha. Bier trinken, ich hätte also so. Ich Duke, du tot. Eine Waffe haben. Hasse es, waffenlos durch die Gegend zu rennen. Der Duke ohne Waffen. Also wirklich. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Achtung! Stromausfall! Bitte Duke Vision aktivieren! Duke Vision? Ach du meine Güte. Sowas hat er also auch. Teleportier dich in die Hölle. Teleportier dich in die Hölle. Ach, jetzt komme ich gar nicht mehr zurück. Schade. Ich bin aus Vegas. Wir schießen erst und stellen später. Genauer gesagt, habe ich geworfen. So, weiter geht's. So. Physikrätsel.
wir hier. Bei Half-Life machen sie wenigstens zum Teil Spaß. Reaktor offline. Energiezellen ersetzen. Endlich. Kann geschossen werden. Reaktor offline. 2 Energiezellen ersetzt. Gieß mich auf den Sack. So. Reaktor offline. Letzte Energiezelle ersetzen. Was ist das Ding jetzt? Irgendwo muss ich doch noch eine verstecken. Eine Frau anmacht. Was zur Hölle? Endlich wieder Saft. Jetzt gibt's was auf den Arsch. Ach ja. Wenn man jetzt noch sagen kann, wo es hier lang geht. Es regnet Blut, Baby. Steroide. Mal sehen, wie es um deine inneren Werte bestellt ist. Als ich versprochen habe, dich als Letzten zu töten, war das gelungen. Ja, Hadi. Das war's.
Schrotflinten dabei. Eine Schande. So, weiter geht's. Achtung! Feinde voraus! Bitte bewaffne dich! Ja, jetzt habe ich eine Pistole. Wir hoffen, dass sie besser ist. Erstmal mit einer zweiten Pistole. Und erwischt. Ich bin der Duke. Und nach mir kommt lange nichts. Das war's anscheinend. Die Diokhöhle. So, dann geht's das nächste Mal wieder weiter mit der Schlacht um das Mutterschiff. Bis dann.